In ihrer Wiener Vorlesung von 2009 berichtet Katrin Rögler von einem Investmentbanker, dessen Unternehmen zahlreiche Büroräume im World Trade Center gemietet hatte, auch am 11. September 2001. Kollegen waren gestorben, einer habe nicht und nicht von seinem Schreibtisch aufstehen wollen, weil, das waren anscheinend seine letzten Worte, es einen Grund gebe, warum er hier sei. Er meinte damit seine Ranking-Position. Also, dass er diese Karriere geschafft hat, lag an seiner Bereitschaft, alles zu geben und sich nicht von so Lächerlichkeiten wie einem Flugzeug, das ins Gebäude eingedrungen war, ablenken zu lassen. Diese kurze Anekdote bringt uns zugleich ins Zentrum von Katrin Röglers Ästhetik. Sie interessiert sich für Konstellationen, in denen das, was man sagt oder glaubt, und das, was geschieht oder ist, in einen Widerspruch, eine Spannung geraten. Rögler ist keine Unterhaltungsautorin und schreibt auch nicht den großen Gesellschaftsroman. Sie konfrontiert uns mit der sprachreflexiven Kraft literarischer Texte, kommt aus der experimentellen Tradition der Wiener Gruppe, die sich bei ihr formal unter anderem in der konsequenten Kleinschreibung oder der intensiven Nutzung indirekter Rede bemerkbar macht. In Abgrenzung von der kleinen Literaturdebatte dieses Jahres konstatiert sie, Zitat, Realismen, die einfach nur daher erzählen, die interessieren mich gar nicht. Ein komplexerer Begriff realistischer Literatur sei notwendig, den sie beispielsweise bei so unterschiedlichen Autoren, Autorinnen wie Hubert Fichte, Elfriede Jelinek und Alexander Kluge verwirklicht sieht. Eine politische Autorin wird Katrin Rögler nicht, weil sie sich mit einer Klampfe in den Bundestag setzt und eine Partei beschimpft oder ein plumpes israelkritisches Gedicht in einer Zeitung veröffentlicht. Die FAZ schreibt in ihrer Rezension des letzten Rögler-Buchs, ihre so literarischen wie soziologischen und politischen Arbeiten sind stets subtil subversive Angriffe auf das Syndikat, denn sie setzen viel effektiver als empörte Ideologiekritik im Inneren der neuen Oberschicht selbst an, stellen verwundert, belustigt und ein wenig bösartig ihr Groteskes aus. Röglers Autorschaft konstruiert somit zwar keinen autonomen gesellschaftlichen Raum, in dem man jenseits der Machtdiskurse wüsste, wie es besser ginge. Sie gewinnt jedoch gerade dadurch eine hörbare literarische Stimme. Katrin Rögler ist Jahrgang 1971, begann noch vor ihrer Volljährigkeit in Salzburg mit dem Schreiben und lebt und arbeitet seit 1992 in Berlin. Zu den wichtigsten ihrer zahlreichen Auszeichnungen gehören der Preis der SWR-Bestenliste, der Solothurner Literaturpreis, der Arthur-Schnitzler-Preis sowie die Aufnahme in die Akademie der Künste Berlin. In ihren ersten sehr sprachexperimentellen Büchern befasst sich die Autorin mit den sozialen Distinktionen und Befindlichkeiten zumeist jüngerer Bewohner und Bewohnerinnen urbaner Räume. Zitat aus Iris Wetter. Oder sind das etwa schon wieder so Germanistikstudentinnen, die sich plötzlich vor einem aufbauen und von nichts anderem als ihren Berlin-Anthologien reden? Richtig, unter 35 nennen sie die dann. Feste Pop schreiben wir auch noch drauf. Fast wie Musik fällt ihr dazu noch ein und liest sich in der U-Bahn, werden sie mit Sicherheit im Klappentext schreiben, so nebenbei. Dabei ist doch bekannt, sprich das Popwort nicht aus. Ende der 1990er Jahre arbeitet Katrin Rögler folglich nicht am Popdiskurs, sondern in Kunstkollektiven mit und veröffentlicht online den Hypertext Nach Mitte, ein Versuch zum literarischen Experiment im digitalen Raum. Bis heute arbeitet sie sich an der Frage ab, welche Effekte zum Beispiel Social Networks und Smartphones auf Gesellschaft und Sprache haben. Am 11. September 2001 weilt sie mit einem Literaturstipendium als Gast des Deutschen Hauses in New York. Die terroristischen Anschläge auf das World Trade Center und insbesondere deren Alltags-, Medien- und politikdiskursive Bearbeitung reflektiert sie im Band Really Ground Zero, 11. September und folgendes. Zitat: Ja, da unten sehe ich mich stehen, wie ich für einen Augenblick nicht mehr in meinem wirklichen Leben vorhanden bin. Denn ich sehe nicht nur mich, ich sehe auch einen Film. Der Film heißt You Can Really See It Melting.
Das verrät mir die junge Frau aus dem 22nd Floor mit tonloser Stimme und meint damit den Tower. Sie findet es total krank, dass die Leute Fotos davon machen. I can't believe it! They are taking pictures of a catastrophe! Ich nicke und werde bald genau zu den Leuten gehören, die wahllos fotografieren, doch jedem seine Strategie, damit klarzukommen. Seither hat Katrin Röggler eine enorme Anzahl an Veröffentlichungen vorgelegt, unter denen zwei herausragen. Wir schlafen nicht von 2003 ist bereits jetzt, 10 Jahre später, zu einem kanonisierten Text, zumindest der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur geworden und gilt als die literarische Auseinandersetzung mit der sogenannten New Economy. Aus einer Vielzahl von Interviews mit verschiedenen Berufs- und Statusgruppen montiert Röggler 7 Figuren, zu denen eine Key-Account-Managerin, eine Praktikantin und eine Online-Redakteurin zählen. Die Figuren wiederum positionieren sich zu Themen und Gegenständen der vor allem immateriellen Arbeitswelt, die wie Lemmata eines Lexikons zur New Economy wirken. Aufmerksamkeit, Lifestyle, der McKinsey King, harte BWL, Märchen erzählen, Schmerzvermeidung, Auszeit nehmen oder Exit-Szenarium. Im Kapitel Wir schlafen nicht heißt es, der Partner, wie lange er schon auf den Beinen sei, könne er jetzt nicht sagen, er wisse das längst nicht mehr. Also er zähle die Stunden jetzt nicht und von Tagen könne man hier in diesem Rahmen nun wirklich nicht mehr sprechen. Die Account-Managerin, also ich empfinde es nicht als belastend. Der Senior Associate, trotzdem würde er sagen, ein Adrenalin-Junkie sei er nicht. Die Key-Account-Managerin, also ich, komme damit klar. Die Alarmbereiten versammelt 2010 7 Erzählungen, in deren Mittelpunkt unter anderem Desaster-Tourismusagenten, eine Notruftelefonmitarbeiterin und eine Kriegsjournalistin stehen. Die Erzählungen zeigen an verschiedenen Beispielen, dass Katastrophenbewältigungsszenarien heute gar nicht mehr auf auslösende Katastrophen angewiesen sind, sondern als spezifische, Zitat Röggler, Katastrophengrammatik unseren Alltag bestimmen. Der Ausnahmezustand als Normalfall, die Krise als Alltag, im Seminar auf dem Elternabend, in der Radiosendung wird die Katastrophe als immer schon präsent diskursiviert. Zitat. Die Anruferin von vorhin möchte sich noch einmal zu Wort melden und fragen, hat man jetzt überlebt? Wie? Sie meint, hat man jetzt überlebt oder kommt noch was auf uns zu? Ich weiß nicht. In der Sondersendung vor einer Stunde haben Sie darüber nichts gesagt. Es ist ja nicht klar, ob es vorbei ist. Doch, man hat überlebt. Aber vollständige Entwarnung wird nicht gegeben. Vollständige Entwarnung kann gar nicht gegeben werden. Das ist nun mal die Situation, mit der man leben muss. Die Alarmbereiten ist zudem ein Beispiel für die zahlreichen intermedialen Arbeiten Katrin Röcklers. Oliver Grajewski versah das Buch mit seinen Zeichnungen, auch das Kunstprojekt Tokio Rückwärtsbuch von 2009 ist ein Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. Kann man jetzt nicht gut erkennen, kann man aber unbedingt kaufen. Zu Röcklers Büchern sind auch einzelne Hörbücher entstanden, manchen Buchveröffentlichungen gehen wiederum Radio- oder Theaterarbeiten voraus. Schauen Sie unbedingt mal bei Bayern 2 vorbei, dort finden Sie einige Hörspiele von Katrin Röggler online zum freien Download, wie zum Beispiel Publikumsberatung, der Tsunami-Empfänger oder Kinderkriegen. Röggler wird auch zu den arriviertesten Autorinnen für die deutschsprachigen Theaterbühnen gezählt. Für Worst Case erhielt sie 2010 den Nestroy-Theaterpreis mit ihren Stücken Draußen tobt die Dunkelziffer über Schuldenmacher und Schuldenberater sowie Die Beteiligten. Eine literarische Auseinandersetzung mit dem sogenannten Fall Kampusch wurde sie 2006 und 2010 zum Mühlheimer Dramatikerpreis Stücke eingeladen. 2012 hat Katrin Röggler als Stadtschreiberin von Mainz für das ZDF auch einen Film gedreht, in dem sie ihre thematischen Interessen mit ihrer dokumentarischen Ästhetik verbindet. Filmtitel lautet Die bewegliche Zukunft, eine Reise ins Risikomanagement. Schließlich ruft sie in den Essays ihres jüngsten Buches Besser wäre keine eine ganze Reihe von Theoretikern, wie unter anderem Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault oder Richard Sennett auf, die ihr einerseits helfen, die sozialen und ökonomischen Verhältnisse der Gesellschaft zu reflektieren, deren Schriften aber auch auf das literarische Schreiben,
als eine mitunter prekäre Form der Arbeit selbst bezogen werden können. Wer bereits in die Auszüge aus ihrer Essenpoetik hineingesehen hat, die online war und aus der wir jetzt ganz viel mehr noch hören werden, erhält eine Ahnung, wie intensiv diese Auseinandersetzung mit dem Schreiben als Arbeit und der Autorin als einer immateriellen Arbeiterin in den nächsten Stunden und dann Tagen ausfallen wird. Eine Autorin mit solch vielfältigen theoretischen, medialen und experimentellen Interessen ist eine ideale Poetin in Residence für die Universität Duisburg-Essen. Unsere sprudelnde Germanistik mit ihren etwa 4000 Studierenden, Saal ist auch voll heute, ganz wunderbar, hat ihre Schwerpunkte unter anderem in einer medienkulturwissenschaftlichen Perspektive auf Literatur und in der Gegenwartsliteratur. Insbesondere in unserem Masterfach Literatur und Medienpraxis verbinden wir einen literatur- und medienanalytischen sowie theoretischen Zugriff auf Texte mit einer vor allem medialen Praxis auf den Feldern Wissenschaft, Literaturbetrieb, Journalismus, Radio und Video. Die diessemestrige Poetikdozentur Katrin Rögglers steht unter dem Titel Von Zwischenmenschen, Working Milieus, Parallelkrisen und dem nicht eingelösten Futur. Die drei Poetikvorlesungen finden von Montag bis Mittwoch jeweils ab 16.30 Uhr in diesem Bibliothekssaal auf dem Campus Essen statt. Am Donnerstag wird Katrin Rögler hier erstmals aus ihrem Manuskript Land unter Null lesen. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, ein paar Ihrer Bücher an unserem dann hier vorhandenen Büchertisch zu erwerben. In ein paar Wochen können Sie zudem diese Veranstaltung und Ihre Vorträge hier online als Videos anschauen. Und wer auf dem Recht am eigenen Bild beharrt, möge jetzt laut sprechen oder für immer schweigen. Bevor ich Ihnen ein paar abschließende Worte zum Setting einer Poetikdozentur mit auf den Weg gebe, ist dies nun die geeignete Stelle zum Dank. Katrin Rögler würde heute hier nicht sprechen ohne die Unterstützung der Universität Duisburg-Essen, der Universitätsbibliothek und des Studienfachs Literatur und Medienpraxis. Insbesondere danke ich meinen Kollegen, Kolleginnen Professor Paar, Dr. Köllhofer, Dr. Erb, Anna Beukold und Stefanie Fleischer-Pantasis, unseren Studierenden Olga Fink, Katharina Gräf, Christina Petzold, der LUM-Webredaktion Digitur sowie Jochen Ehlert und Ralf Wassermann aus unserem Zentrum für Informations- und Mediendienste. Damit ich zum letzten Punkt komme. Das Setting einer Poetikdozentur sieht vor, dass ein Autor oder eine Autorin gleichsam von der Kanzel offenlegt, aus welchem Inneren heraus er oder sie welche Inspiration gefunden hat. Wir haben dies in vielen Jahren des Poet in Residence durchaus als Inszenierung erlebt. Ein Gegenmodell hat Thomas Meinecke in Frankfurt realisiert, indem er seine Autorschaft radikal dekonstruierte und nur literaturwissenschaftliche oder literaturkritische Texte über seine Literatur vorlas und herausstellte, wie er als Autor jenseits seiner selbst konstruiert wird. Wir dürfen gespannt sein, wie Katrin Rögler mit diesem Setting umgeht. Ihrer Ästhetik entsprechend hat sie im Vorab-Videogespräch angekündigt, dieses Setting weitestmöglich zu verlassen und eher einen Dialog als einen Monolog zu suchen. In diesem Sinne erhalten Sie natürlich und wie gewohnt nach den Vorlesungen auch die Gelegenheit zu Nachfragen und zur Diskussion. Liebe Katrin, wir freuen uns sehr, dass du zu uns sprechen wirst. Ja, das war wieder mal eins dieser faulen Versprechen. Dank meines Zustands bin ich eigentlich ganz froh, dass ich heute doch eher monologisch vorgehen werde, wobei ich wirklich sehr neugierig bin nachher aufs Gespräch miteinander. Erstmal herzlichen Dank, Thomas Ernst, für deinen Vortrag der Einführung. Ich lege jetzt mal los. Im Grunde habe ich die heutige Vorlesung ein bisschen modifiziert vom Titel her und dachte mir, es ist vernünftig, mit einem sehr großen, groben Thema anzufangen, Literatur und Politik und Literaturbetrieb und Schreiben. Und habe in den letzten Monaten eine Art Arbeitstagebuch geführt, extra hin auf diese Vorlesung, und mische
dieses Arbeitstagebuch mit Filmzitaten, auch Arbeitszitaten von mir selbst und ein bisschen ein bisschen Theorie-Input auch. Es ist wie so ein Kaleidoskop, das sich so dreht. Die Zitate aus den Filmen werde ich nicht jetzt extra groß erklären. Es ist ein Kommentar zu dem, was ich sage, und man kann dann nachher auch nochmal nachfragen und darüber sprechen. Sonst wird es zu fett sozusagen. Gut. Also 5.10. Der Alltag einer Schriftstellerin besteht aus 1000 kleinen Anpassungen an Diskurs und literarische Programme. Auftragserledigungen, Jury-Sitzungen, Radioaufnahmen, Studiobesuche, Workshops in Kleinstädten, Poetikdozenturen, Hörspiel-, Manuskriptabgaben, Leseproben im Theater, Lektoratstreffen, Schreibaufträge für eine Tageszeitung, Podiumsdiskussionen, Kurzstatements, Transferaufgaben, auch Ausgaben, Lesereisen, Moderationen, unterwegs sein in aktuellen Themenfeldern, NSA, Frontex, Ökonomie, Finanzkrise, Biopolitik, IS und so weiter und so fort. Mein Oktoberprogramm ist insofern typisch. Eine Lesung in Tirol aus meinem gegenwärtigen Buchprojekt, um die Texte öffentlich zu testen. Einen Workshop zu Facebook mit Schülern in der Akademie der Künste. Eine Lesung in dem Berliner Club Ex & Pop zum Thema Arbeit, seltsamerweise, einen Auftritt zu Foucaults und Derridas Todestag samt Podiumsgespräch, ein Galerie-Opening in der Berliner Auguststraße zur Buchpräsentation der Anthologie Bibliothek der ungeschriebenen Bücher und ein Theaterdiskussionsabend zu Ödern von Horvath in der Berliner Schaubühne, zu dem ich eingeladen wurde, vermutlich weil ich Österreicherin bin, den ich aber absagte. Foucault und Derrida in einer Woche reichen. Danach fahre ich nach Mailand zu einer szenischen Lesung von Wir schlafen nicht, samt Podiumsgespräch mit einer Wirtschaftswissenschaftlerin und einer politischen Journalistin vom Corriere della Sera. Danach nach Wien, um das erste Deserteursdenkmal Österreichs zu eröffnen, das der Konzeptkünstler Olaf Nicolai gestaltet hat. Daneben werde ich mit dem Leiter des Institutes of Political Murder, Milo Rau, skypen, der mich im Sinn hat, als Gerichtsschreiberin für sein nächstjähriges Reenactment-Projekt zum Kongo-Tribunal, während im Nebenzimmer mein Mann ein Theaterfestival zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls vorbereitet. Wenn ich noch daneben 6 kleine Aufnahmen für das Deutschlandradio hinbekomme, bin ich glücklich. Der reinste Irrsinn? Der reinste Irrsinn, beziehungsweise eine Variante von entweder im Geschäft bleiben oder im Diskurs bleiben, im Gespräch bleiben, sich unterhalten, Geld verdienen, natürlich. Die Rolle des Schriftstellers bzw. der Schriftstellerin hat sich enorm gewandelt in den letzten 20 Jahren. Sie hat sich angeglichen den zahlreichen Formen des eifrigen Dabeiseins, wie sie Reinhard Götz beschrieben und betrieben hat, was die Frage nach gesellschaftlicher Kritik neu definiert bzw. die Unmöglichkeit des klassischen Konzepts kritische Distanz deutlich macht. Mit Reinhard Götz, zumindest dem Reinhard Götz der 90er und frühen Nullerjahre, glaube ich allerdings, dass es eine Option sein kann, eine Art hysterische Affirmation als Teilstrategie kritischer Arbeit zu betreiben. Literatur entsteht allerdings nie aus nur einer Strategie, sondern aus zahlreichen sich widersprechenden und widerstrebenden. In ihren Spannungszuständen liegt enormes ästhetisches Potenzial. 10.07. Petra Gropp, meine Lektorin, kommt heute zu Besuch. Sie berichtet aus dem Literaturbetrieb, von den Plänen des Fischer Verlags und kommt dann irgendwann auf ihre typisch nüchterne Art zum Statement: Menschen wie ich würden nur noch singuläre Ereignisse schaffen, den Diskurs nicht bestimmen können. Ich müsste mal eine Kampagne starten, ein Forum, irgendwas. Ich schlage die Hände über den Kopf zusammen. Wirkung ist alles. Und doch, sie hat vermutlich recht. Sie spricht schon weiter. Zu viele junge Debütanten bekämen Aufmerksamkeit und verpufft alles. Keine intellektuellen Standpunkte mehr. Jeder hat Angst vor einer Konfliktsituation. Zurückweichende Meinungen auf Podien. Ich als Österreicherin bin natürlich andauernd ängstlich anzuecken, zu diplomatisch. Sie schlägt vor, ich solle eine neue Rundschau machen. Bitte, steht dir frei. Mir schaudert vor der Zusatzarbeit, aber mal sehen. Ja, vielleicht doch, warum nicht? Nächstes Jahr, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit. Silvia Bovenschen schlägt in unserem kurzen Telefonat am Nachmittag kollektives Schreiben vor. Das wäre eine Form, die sich etablieren könnte. Ich wehre ab, glaube im Hinblick auf literarische Ästhetik nicht daran, habe es oft genug versucht.
kommt jetzt aus Sie haben so viel Liebe gegeben, Herr Kinski. Das waren die 70er Jahre übrigens. 5.10. Moment in der Jury-Sitzung. Wo bleiben die Frauen? Wo sind all die Schriftstellerinnen, die man für ein Lebenswerk, auszeichnen kann, jenseits der üblichen Verdächtigen schon überaus bepreisten? Sie verschwinden, sind verschwunden, stellen wir fest, als wir die Namen derer durchgehen, die vor 15, 20 Jahren einen Förderpreis bekommen haben. Wohin verschwinden sie? Viele Namen fallen und ich finde mich wieder, wie ich einige zurückweise. Die nicht, ist, das sei mir essayistisch, was ich mache. Die nicht, ist mir ästhetisch zu eindimensional, ihre Themen zu unpolitisch. Inwieweit agiere ich genauso patriarchal, chauvinistisch, frauenfeindlich? In der konkreten Entscheidungssituation offenbart sich das, was gerne gläserne Decke genannt wird. Sie hat sich auch in mir eingenistet. Wie sie wieder loswerden? Die Quotenfrage bezogen auf das künstlerische Feld wird derzeit quer durch die Medien befragt. Und was sich abstrakt als Forderung nur richtig liest, wird in der konkreten Umsetzung plötzlich heikel. 9.10. Etwas hat System, schreibt die Herausgeberin von Missy, Stefanie Lohaus, im Frauennetzwerks Mailverkehr. Das System der SPD, Frauen nicht zu Wort kommen zu lassen. Nennen wir es Buddy-System, Männerkumpanei, Einladungspolitik, Reservedruck. Wie ich gleichzeitig genervt und doch angenehm erstaunt bin über den Satz, etwas hat System. Damit lässt es sich politisch dingfest machen, nur wie weiter? Das Frauennetzwerk geht publizistisch themensetzend initiativ dagegen vor. Aber was bleibt im Gegenlobbykampf? Er sieht so verdammt ähnlich aus wie das, wogegen er sich richtet. Problem des Feminismus seit gefühlten 200 Jahren. 12.04. Groteskes Castinggespräch mit dem Regisseur Christopher Rüping für das Zürcher Schauspielhaus im März. Kurz und knackig. Wir würden gerne was Zeitgenössisches machen, legt er gleich los. Gemeinsam mit den Schauspielern was erarbeiten, du würdest natürlich schreiben, aber es gibt dann immer die Feedbackschleifen von den Schauspielern. Das Thema Alzheimer schlägt er vor, Demenz, Sprachverlust. Wann es beginne? In 4 Monaten. Ich kann nicht nach Zürich ziehen. Ach so, dann klappt das wohl nicht mit uns. Kurz und knackig. Während man im Theater dem Regieteam immer mehr das Gefühl geben muss, sie wären die eigentlichen Autoren, man selbst stellt nur eine Dienstleistungsfunktion zur Verfügung, suchte ich meine Satzstrukturen zusammen. Ich dachte mir, Gott sei Dank war dies mein erstes Gespräch dieser Art, aber ich ahne, da kommt noch mehr. Der Theaterbetrieb wird umgebaut. Die klassische literarische Autorschaft verschwindet und wird verheizt in kleinen Stückchen. Wenige Namen, die oft selbst Regie führen, bleiben. Der Autor ist der Dienstleister, der eher wie ein Dramaturg zuarbeitet, was die Schauspieler, was der Regisseur sich so überlegt. Er ist in Kontrollinstanzen unterworfen. Der Text muss sich andauernd den Bedürfnissen des Teams anpassen. Er wird kontrolliert eingepasst. 12.09. Midlife-Crisis-Aufenthalt in Rom. Junge Kolleginnen, die nicht akzeptieren wollen, dass man 43 ist. Und wo hast du studiert? Als hätte ich gerade debütiert. Danach von ihrer Seite die Aufzählung, welche Stipendien, Hausautorenschaft man selbst schon bewältigt hat. Sie checken sich ab nach der Geschäftstüchtigkeit, dem Angekommensein im System. Es ist so merkwürdig geworden, wie heute Dramatiker und Dramatikerinnen Biografien ablaufen. UdK, DLL, Angewandte in Wien, Hildesheim, Biel, Graz, da lernt man zu schreiben und was noch wichtiger ist, man vernetzt sich. Networking scheint auch auf dem ästhetischen Feld sämtliche Regulationsfunktionen zu übernehmen. Man wird an die Häuser rangeführt, bekommt eine Portion Pragmatismus verabreicht. Dann gibt es die Autorentheatertage in Wien, in Berlin nochmal Berlin. Man wird Hausautor da und dort, man geht nach Stuttgart auf Solitude zum Stipendiumsantritt und macht zusammen mit bildenden Künstlern ein Projekt. Man macht überhaupt Projekte mit diesem und jenem Haus. Man macht auch Regien, führt seine Sachen selbst auf, kommt ins Regiemachen rein und findet Texte nicht mehr so wichtig, wie es am späteren Abend meine Kollegin Anne Habermehl ausdrückte und landet dann als Regisseur im Stadttheater, um Projekte zu machen, die mit jugendlichen alten Stadtteilmannschaften entstehen. Man holt die Stadt ins Theater, nachdem sich die Städte mehr und mehr vom Theater verabschieden. Oder man macht nur noch seine Texte weiter und schreibt 3 bis 4 Stücke im Jahr, um sichtbar zu bleiben. Sagt, ich mache immer das Gleiche, weil mich stets neu zu erfinden ist neoliberale Ideologie.
So in etwa René Polish in einem der zahlreichen Interviews, die man online finden kann. Dass es ebenso neoliberale Ideologie ist, das stets Gleiche als quasi neue Inszenierung zu verkaufen, bliebe doch zu überlegen. Vieles erscheint als perfekte Selbstrechtfertigung. Das Unangenehmste bleibt aber das Konkurrenzige sich abchecken und staten, hallo, ich bin auch mit dabei. Bestürzend auch die Begegnung mit Schriftstellern ab 50. Sie haben alle 3 bis 4 Stücke in der Schublade liegen, die keiner mehr will. Was ist mein Ablaufdatum? Ist auch interessant, das ist natürlich eine Inszenierung, die jetzt bei einer Selbstinszenierung von Polish natürlich funktioniert und bei anderen, also man kann, ist die Frage, ob das mit einem Bild von einer Frau so funktioniert und was es dann bedeuten würde sofort. Also das ist schon auch, da haben sich dann auch so 2 Inszenierungsprogramme gefunden. Meine Biografie ist eine andere als die der beiden Jüngeren in Rom, aber ich bin genau in demselben historischen Rahmen gelandet. Ich bin jetzt die auf der anderen Seite, die jetzt in der Jury sitzt, die unterrichtet, die Workshops gibt. Ich bin die in der Akademie der Künste zugange ist und auf vielen Podien vertreten. Auch nicht viel besser. Ich höre mich klagen, die jungen Autoren kümmern sich nicht mehr drum, wer oder was vor ihnen war. Sie lesen nichts mehr, sie wollen nur selbst schreiben, sie wollen nur gehört werden, aber nicht hören. Sie wollen Erfolg haben. Wie denn? Wollen sie keinen Erfolg haben? Kann man mich sofort fragen. Naja, schon, aber ich möchte auch provozieren. Ich möchte nicht nur gefallen in dem, was ich mache. Ich möchte, dass die Sachen gehört werden, aber es setze die Bereitschaft voraus, dass man Dinge hört, die in einem Widerspruch erregen. Im Gegenteil, kommt dann die Antwort. Dass alles viel zu glatt durchgeht, beschäftigt die Jungen. Zu ungenau hat man sie in Biel beurteilt bei der Aufnahmeprüfung, sagt Katja Brunner. Und Anne Habermehl bekräftigt, man kann doch Nein sagen zum System. Es klingt etwas abgehoben. Dass Utopie eine Schönheit in sich trägt, sagt sie aber 2 Minuten später in Bezug auf Ebner Eschenbach, die sie gerade für das Wiener Schauspielhaus bearbeitet. Es klingt hart am Kitsch vorbei, aber vielleicht wollte sie sich den Marie-Ebner-Eschenbach-Auftrag auch nur schönreden. Man muss sich von mir erholen, ist mein Eindruck, als ich gehe. 12.09. Auf eben jenem Short Theater Festival in Rom sagt die rumänische Dramatikerkollegin Alina Nelega, als Autor braucht man nur eine Meinung zu haben, sprachliches Talent und etwas zu sagen. Die breite Zustimmung im Saal macht mich nachdenklich. Nein, eine Meinung hilft nicht weiter. Interessant ist doch die Wahrheit, nein, Wirklichkeit, nein, die Verhältnisse jenseits der Meinung. Meinungen sind simpel, sie sind oft antiaufklärerisch. Einen komplexen Sachverhalt kann man nicht in eine Meinung fassen. Die Recherche zur Fluglärmproblematik für mein Stück Lärmkrieg hat mir gezeigt, dass das komplexe Netz aus Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten aus den unterschiedlichsten Asymmetrien nicht einfach zu entwirren ist. Moralische Positionen fungierten dabei als Waffen in dem Krieg. Die Guten waren die medial Sichtbaren und die juristisch Unterlegenen, die lobbymäßig Ausgebremsten. Gut zu sein und sich im Recht zu fühlen hilft nicht, ja oft nicht einmal Recht zu bekommen. Und nur eine Seite des Ganzen war der Sichtbarkeitskrieg. Sichtbar ist das Engagement der Bürgerinitiativen, unsichtbar das der Kommunen. Sichtbar ist der Schaden der Bevölkerung, unsichtbar deren Gleichgültigkeit gegenüber ähnlichen Schäden, die sie selbst verursachen. Das St. Florians-Prinzip ist unsichtbar. Es sichtbar zu machen, arbeitet aber schon wieder den Konzernen zu. 16.09. Telefongespräch mit Taz-Redakteur. Wir als kleine linke Zeitung können nichts zahlen für die Veranstaltung in Leipzig über Google, Amazon und Facebook. Ich weiß, Sie kommen dann nicht, aber sehen Sie, jetzt werden wieder nur die Politiker kommen, die das ja machen müssen für lau. 23.08. Ulrich Pelzer im Überflüssigrausch. Was alles überflüssig ist an Literatur. Falsche Aktualität oder sentimentaler Autobiografismus. Geschwafel in den Zeitungen. Wir beugen uns über die Wochenendausgaben. Unser nachlässiges Ritual. Unser gemeinsamer Freund Lothar schon ernsthafter. Ob uns schon aufgefallen sei, dass im politischen Teil immer mehr das Wort soll vorkommt. Nachrichten nehmen die Form von Gerüchten an in diesen Zeiten. Putin soll dieses oder jenes gemacht haben. Die IS soll sonst wo stehen. Die Bundesregierung überlegt etwas. Gerüchte gehen um, dass ein neues Gesetz entsteht. Weiß jemand, woran das liegt?
muss ich mal Hardcore Heiner Müller einlegen. Das war der Mann im Fahrstuhl von Heiner Goebbels, ein Hörspiel von Heiner Goebbels, also Heiner Müller, beruhend auf dem Heiner Müller Text, genau, der uns rausführt aus der Selbstbetriebsreflexion und hin zu einer, also die Vertikale, die eine Vertikale einziehen sollte hier mit dem Fahrstuhl, die ich jetzt versuche anders anzugehen. 9.10. Warten, bis ein Rechercheanfall wieder möglich ist. Ich mich an Menschen wenden kann, die mich im Grunde einschüchtern oder deren Getriebenheit genügend gesellschaftliche Unheimlichkeit in sich trägt. Warten, bis ich mich wieder der Verpflichtung auszusetzen bereit bin, der man automatisch unterliegt, wenn man jemanden interviewt. Und es mir gleichzeitig möglich ist, diese Verpflichtung abzuarbeiten, sie wieder loszuwerden, wenn sie einem im Weg steht. Warum bin ich der Hartz-IV-Spur nicht nachgegangen und habe noch nicht den ehemaligen Angestellten der Agentur für Arbeit interviewt, der jetzt auf ehrenamtlicher Basis Menschen mit Hartz-IV-Problemen berät? Was mache ich nun mit der Recherchelücke aufgrund des plötzlichen Todes eines Risikomanagers, der mir keine Auskunft über den Berliner Flughafen mehr geben kann? Werde ich nochmal zu jenem Rechtsanwalt zurückkehren, der mir so viel über den Frankfurter Flughafen erzählen konnte? Oder soll ich den Faden zu jener Juristin aufnehmen, die Krankenhäuser juristisch vertritt? Meine Situation ist derzeit offen. Ich blicke zurück auf ein breites Feld der Themen, die so etwas wie ein Bild von dem ergeben, was man Gesellschaft nennen könnte. Wollte man das noch? Wer will noch? Der juristische Diskurs ist dabei in den Vordergrund gerückt. Er ist der literarisch am schwersten zu packende. Trocken und komplex, in seiner eigenen Sprache verharrend, schließt er erstmal das aus, was man landläufig einen unterhaltsamen Theaterabend nennen würde. Die Anschaulichkeit herzustellen ohne didaktischen Übereifer, das nervige Zeigefingersyndrom, ist dort genau das Kernproblem. Was machen, wenn selbst Juristen sich erstmal ein Jahr in die Materie einarbeiten müssen, um ihren Konflikt juristisch zu verstehen? Und während ich warte, dass ein Rechercheanfall wieder möglich ist, versuche ich mich zu orientieren. Das heißt, mir ein gewisses Orientierungswissen zu verschaffen. Das heißt, meine theoretischen Voraussetzungen zu klären. Manchmal helfen dabei Begriffserklärungen von Schlüsselwörtern, Wörtern mit Ausstrahlung weit über einen bestimmten Bereich, schillernde Begriffe mit Definitionsmacht, wie zum Beispiel jene Begriffe aus dem Glossar der Gegenwart von Krassmann, Lemke, Bröckling, das mir in den letzten Jahren so hilfreich war und aus dem ich hier Auszüge zitieren möchte. Und weil wir uns im Grunde immer noch zu Beginn einer Poetikvorlesung befinden, starte ich mit Aktivierung. Also ein Begriff aus dem Glossar. Ob wir in einem Aktivurlaub Erholung suchen, ein Kommunikationstraining absolvieren oder Beziehungsarbeit leisten, wir leben in einer Gesellschaft, die weit über die Sphäre der Erwerbsarbeit hinaus von einem Kult der Aktivität beherrscht ist. Genuss ist in dem Maße legitim, indem er als Ergebnis aktiver Anstrengung dargestellt werden kann. Noch das Nachdenken begreifen wir als Aktivität, die wir durch Techniken des Brainstorming und Mindmapping zu optimieren bestrebt sind. Inzwischen wird Aktivität bzw. die glaubhaft vermittelte Bereitschaft zur Aktivität bereits zur Voraussetzung dafür, überhaupt soziale Anrechte geltend machen zu können. So müssen Arbeitssuchende, um Leistungen beziehen zu können, nicht nur den Verlust ihres Arbeitsplatzes, sondern gleichzeitig ein bürokratisch verordnetes Aktivitätsniveau bei der Arbeitssuche nachweisen. Statt arbeitsmarktpolitische Aktivitäten zu entfalten, konzentriert sich der Staat darauf, die Arbeitslosen zu aktivieren, was indes keineswegs Kontrollverzicht bedeutet. Die Aktivierungsappelle durchziehen alle Lebensbereiche. So folgt der Maßnahmenkatalog dem Prinzip Eigenaktivitäten auslösen. Dabei ist Aktivierung im Kern ein Vorgang, der immer schon voraussetzt, was er erst zu bewirken verspricht. Etwas, das noch nicht oder nicht mehr aktiv, das passiv ist, aber aktiv sein möchte, soll durch einen Anstoß von außen aktiv gemacht, in Aktionsbereitschaft versetzt, zur Aktivität befähigt werden. Der aktivierende Staat präsentiert sich als dritter Weg jenseits des liberalen, schlanken Minimalstaats wie des fordistischen, bevormundenden Wohlfahrtsstaats.
Die Abmagerungskur des Sozialstaats soll durch ein Fitnesstraining der Zivilgesellschaft kompensiert werden. Auf diese Weise lassen sich Kosten reduzieren, vor allem aber verheißen die Propagandisten der Aktivierung eine Befreiung von staatlicher Gängelung und Einengung. In diesem Zusammenhang gewinnen Selbsthilfegruppen exemplarische Bedeutung. Sie bilden im Gesundheitswesen und in der Sozialpolitik wichtige Transmissionsriemen des Aktivierungsdiskurses. Der Staat garantiert nicht länger bestimmte Leistungen, sondern offeriert Hilfe zur Selbsthilfe, die somit an eine Eigenleistung geknüpft ist. Aktivierung erweist sich als paradoxes Projekt. Sie muss ihren Adressaten zunächst die Passivität unterstellen, die sie dann zu überwinden verspricht. Zugleich appelliert sie dabei an ein immer schon vorausgesetztes Potenzial der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung. Sie besteht nicht einfach darin, jemanden aus der Lethargie zu reißen. Nur wer im Kern bereits aktiv ist, kann aktiviert werden. Aktivierung ist nun dann besonders erfolgreich, wenn sie im Ergebnis den Eindruck vermittelt, als habe sie gar nicht stattgefunden. Einerseits ist Aktivierung ein niemals endendes Projekt. Wir sind immer wieder zu aktivieren und nie aktiv genug. Andererseits werden wir zwar beständig weiter aktiviert, sind zugleich aber de facto auf Pseudoaktivitäten, auf einen Zustand geschäftiger Untätigkeit zurückgeworfen. Worum geht es hier in dieser Begriffserklärung? Was möchte sie, werden Sie sich fragen. Es geht um ein Programm des Regierens, um Formen der Realität durch gewisse Diagnosestellungen oder wie es in der Einleitung des Glossars heißt, analysiert wird kein Produkt, sondern ein Produktionsverhältnis. Gemeint ist des Gesellschaftlichen. Zum Beispiel, noch ein weiteres Zitat, etwas kürzer, das der Aktivierung ähnliche Empowerment. Zitat, was auch immer Menschen in ihrer Lebensführung beeinträchtigt, stets lässt es sich auf einen Mangel an Macht zurückführen. Aus einer Vielzahl von Individuen mit einer nicht minder großen Zahl an Erfahrungen, Selbstdeutungen, Problemen, wird so eine homogene Gruppe, die durch das charakterisiert ist, was ihr fehlt, Macht. Aus der einheitlichen Diagnose folgt dann eine ebenso universelle Therapie, Empowerment. Durch die Empowerment-Brille betrachtet es jeder seines Glückes Schmied. Gleich, ob die Kraft von innen kommen oder sich aus der Gemeinschaft speisen soll, psychologisch gesehen ist Empowerment ein Motivierungsprogramm. Die Macht, die Empowerment verspricht und verleiht, haben die Bemächtigten auf sich selbst zu wenden und diese subjektive Faltung soll sie produktiver machen, als äußere Autoritäten es je vermöchten. Der Autonomiegewinn steht heute allerdings unter dem Zwang zum ökonomischen Erfolg. Die Freiheit vom Gehorsamszwang wird eingetauscht gegen die Pflicht zur permanenten Optimierung und Selbstoptimierung. Dass die Wurzeln des Empowerment im Bereich der sozialen Arbeit und Gemeindepsychologie liegen, tut den managerialen Adaptionen des Konzepts keinen Abbruch, im Gegenteil. Zitat Ende. Was haben wir sonst noch? Beratung, Branding, Community, Cool, E-Government, Erfolg, Erlebnis, Evaluation, Flexibilität, Gen, Gender, Globalisierung, Governance, Netzwerk, lebenslanges Lernen, Projekt und vieles mehr. Unter ihnen immer wieder die Labels der Emanzipationsprojekte, die heute in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Umgekehrt formuliert, die Schwierigkeiten, Emanzipation durchzusetzen, zeigt sich heute vor allem in der Schwierigkeit, Emanzipationsprojekte in ihrer managerialen Funktionssetzung noch als solche ernsthaft zu bezeichnen, beziehungsweise das ökonomische Interesse der herrschenden Klasse hinterrücks zu bedienen, indem es zur Ressource wird. Emanzipation führt zu mehr Ausbeutung, sie dient dem Profit. Dennoch tut sie das nicht alleine. Vielleicht muss ich Ihnen jetzt in diesem Moment erst einmal das größere Bild anbieten, damit Sie verstehen können, auf welchem theoretischen Konzept das Glossar beruht und warum es für mich nützlich ist. Ja, vielleicht brauchen Sie jetzt eine theoretische Brille, eine Foucault-Brille sozusagen. Ja, jetzt der Wahrheitsdiskurs und Macht Foucault, der Wille zum Wissen Foucault, der Sprechzwang Foucault, der sagt, dass Macht keine Essenz ist, die man besitzen kann und austeilen, sondern etwas Relationelles zwischen den Menschen stattfindendes. Der Foucault, der sich Gedanken zur Regierung macht, der Regierungstechnologien seit dem 18. Jahrhundert schärfer unter die Lupe nimmt und die Idee der gouvernementalen Regierungsform entwickelt Ende der 70er. Ja, Ende der 70er, was im deutschsprachigen Raum erst so richtig in den 90ern aufgegriffen wurde von der Soziologie. Ja, der Soziologie und nicht der Philosophie oder Geschichtswissenschaft. Grassmann, Lemke, Bröcklin zum Beispiel, mit ihren deutschen Gouvernementalitätsstudien, die versuchen,
das neoliberale Regime anders zu erklären, denn als reine Ideologiekritik, als Verschwörungsnummern von ein paar Thinktanks wie die kanadische Journalistin und Globalisierungskritikerin Naomi Klein in der Schockstrategie das beispielsweise gemacht hat. Und zwar als ein Ineinandergreifen von Praktiken, Technologien, Rationalitäten, das heißt, wie es im Glossar formuliert wird, die Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, Methoden, welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten. Das heißt, Regierung verstanden als ein hegemoniales System von Herrschaft, das sich in die feinsten Verästelungen unserer Subjektbildung hineingesetzt hat und deswegen gerade für Schriftstellerinnen sehr interessant, da es diese Brücke zwischen Vergesellschaftung und Individuierung baut. Das unternehmerische Selbst, so ein Buchtitel von Ulrich Bröckling zum Beispiel, gibt Einblick in diesen Subjektivierungsprozess, den wir heute auch mit der Bezeichnung Ich-AG und Selbstmanagement verbinden. Also, warum wir uns schuldig fühlen, wenn wir krank werden und warum wir den Zigarettenkonsum an fast allen öffentlichen Orten verboten haben, gehört zusammen. Oder warum die Regierung so angestrengt über Geburtenraten nachdenkt und der Zwang, über Sex zu sprechen, ungebrochen anhält, gehört in den von Foucault beschriebenen biopolitischen Rahmen. Es handelt sich um eine Form der Herrschaft, die sich eben nicht um Territorien kümmert, sondern um die Beziehungen zwischen Menschen, die Bevölkerung, deren Konsum, Produktion und Reproduktion, mal grob umrissen. So, jetzt kommt die Dunkelziffer, ein Theaterstück von mir. In der Saarbrückener Inszenierung. Das war so ein bisschen, der Foucault war ein bisschen der Anlass auch für den Heiner Müller eigentlich. Das ist natürlich nicht ganz mehr so ersichtlich. Warum ich das brauche? Ich möchte begreifen, was da draußen vor sich geht, was diese Gesellschaft ausmacht, was uns als heutige Subjekte formiert, wie unsere Wissensmöglichkeiten definiert sind. Das kann ich nur, wenn ich einen begrifflichen Rahmen habe, wenn ich eine theoretische Idee davon habe, wie diese Gesellschaft funktionieren könnte, wie die Machtbeziehungen aussehen, die letztlich alles in ihr regulieren. Machtbeziehungen, die durch die Körper durchgehen und nicht mehr vor ihnen Halt machen. Aber das zu begreifen alleine ist es ja nicht. Es geht um jenes Bedürfnis, das Heiner Müller einmal so formuliert hat, Subjekt der Geschichte werden zu wollen, gerade weil man Objekt der Geschichte geworden ist. Und wie kann ich das? Es geht also um den Kritikbegriff. Was ist Kritik, fragt Foucault. Ist es nicht jene Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin? Was ist Kritik, fragt Foucault, nicht dermaßen, um diesen Preis regiert zu werden? Was ist ästhetische Kritik, frage ich mich, sich ins Verhältnis zu setzen, formal inhaltlich? Geht das widerspruchsfrei? Widerspruch, jene alte linke Vokabel, ganz schön ausgeleiert, aber noch brauchbar. Sieht nicht mehr nach Hegel aus, da können Sie noch so putzen, wie Sie wollen. Und dann? Über Foucaults Bücher wurde gerne gesagt, darin zeige sich ein Denken, das sich selbst widerspricht, das schriebe gegen sich selbst an. Es kommt mir vertraut vor. Es gehört zu meiner Grundausstattung. Schwer zu beschreiben, hat etwas mit einem, wie es gerne heißt, gesunden Selbstmisstrauen zu tun, wobei ich vor dem Begriff des Gesunden sofort Halt mache, weil er so ideologisch ist. Es hat etwas mit offenbleibenden Fragen, mit Neugier, mit Unverständnis, das geblieben ist, mit Ärger, der geblieben ist, zu tun, mit unprotestantischer Selbstinfragestellung, weil sie eben mehr mit der Neugier verbunden ist als mit der Selbstgeißelung. 14.11. Gestern der Derrida-Foucault-Gedenkabend im LCB. Was sich erst einmal wie ein Witz anhörte, man wolle anlässlich der Todestage der beiden Poststrukturalisten, Foucault 30 Jahre tot, Derrida 10 Jahre tot, gedenken und zwei Dokumentationen zeigen, zwischen denen ich mit einem Philosophieprofessor, Herr Georg Bertram, diskutieren sollte. Beim Betreten des Veranstaltungssaales basses Erstaunen. Saßen da wirklich 100 Leute, die zur vierstündigen Veranstaltung weit außerhalb von Berlin am Wannsee gekommen waren? Namen wie ein Donnerhall, so kündigte Florian Höllerer, der Leiter des LCB, die Veranstaltung an. Und mich überkam eine kleine Panikattacke. War das nicht doch eine kleine Prüfung, der ich unterzogen würde? Ausgerechnet bei einem Theoretiker wie Foucault, der das Bedürfnis zu richten erschrocken zurückwies? Eine Vorstellung drängte sich auf. Wütende Kommentare aus dem Publikum, ich hätte die beiden Theoretiker nicht richtig gelesen, nicht richtig verstanden.
ein Gespenst aus Uni-Zeiten, das mich gleichzeitig zum Lachen bringt. Wir manövrieren uns ganz gut durch den Abend, der manches hervorbringt, was ich nicht am Schirm hatte. Zum Beispiel die philosophische und vor allem von den französischen Universitäten ausgehende Nicht-Akzeptanz der beiden Theoretiker. Ich habe sie in meinem Studium immer nur als absolute Mode erlebt, war genau in jenem Zeitframe an der Uni, als sie beide gelehrt wurden und Pflichtübung waren. Bertram erwähnte Derridas Beziehung zu Levinas und dessen Beharren und Priorisieren des Zwischenmenschlichen, die Bestimmung des Menschen von Anfang an durch seine Beziehungen. Und ich, gibt es nicht am Theater die einen Autoren, die sich mehr mit den Figuren und dann die anderen, die sich mehr mit dem, was zwischen den Figuren stattfindet, auseinandersetzen? Zu letzteren zähle ich mich, also mehr zwischen Menschen als Menschen. Gerade in Derridas Konzept der Iterabilität, der verschiebenden, verändernden Wiederholung, des subversiven Unterlaufens steckt die Möglichkeit, Bühnenfiguren als Zwischenmenschen auftauchen zu lassen. Das funktioniert über Sprache, ganz klar. Über das Sprechen, das ein Verhältnis zur Sprache und zum Diskurs hat. Das Band, das die Figuren zusammenhält und den Herrschaftsraum, wie Judith Butler hinzufügen würde, stets neu konstituiert. Der Redezwang meiner Figuren, der Zwang zur permanenten Selbstdarstellung, zum Selbstentwurf, wirkt sozial gesteuert und sozial hervorgebracht. Er ist absolut unindividuell. Jetzt kommt nochmal Polish, aber ein Stück von ihm. Das war hier. 14.11. Noch einmal Foucault. In dem Porträtfilm über ihn, Foucault gegen Foucault, ist kurz ein gedrucktes Statement zu sehen im Zusammenhang mit seinem Protest gegen die Verhältnisse in den französischen Gefängnissen Ende der 60er, in dem er über sein Vorgehen schreibt. Er sammle Dokumente und sehe lediglich das Unerträgliche. Banal, könnte man sagen. Jemand, der Dokumente sammelt und das Unerträgliche sieht. Sowas kommt vor. Die Frage ist nur, warum sehen nicht alle anderen auch das Unerträgliche? Wie viel Mut braucht man, um das Unerträgliche zu sehen und darauf zu reagieren? Das wäre noch der nächste Schritt. Und ist Mut eine literarische Kategorie? Ich denke ja, nur sehr, sehr schwer zu fassen. Beispielsweise werde ich gegenwärtig von Cherko Fatah beschäftigt, den ich neu lese und weiterlese. Seine Bücher Der letzte Ort oder Das dunkle Schiff beschäftigen sich mit der Gewaltherrschaft zwischen Irak und Deutschland, der politischen Organisation von Gewalt, die daraus resultierenden Grausamkeiten, mit den Verhältnissen zwischen der kurdischen Provinz und dem globalen Interesse, der Situation eines Deutschen im Irak. Nichts von dem, was er schreibt, ist spekulativ. Man merkt ihm an, dass er sich seinen Themen aussetzt, dass er ganz nah an den Menschen und ihren Erfahrungen dran ist, ins Detail gehen kann und gleichzeitig prägnante, hochaufgeladene Bilder dafür findet und das in einer sprachlichen Knappheit etwas Berückendes hat. Ein mutiger Autor, denke ich mir jedes Mal, das ist es. Mut, sich diesen Fragen zu stellen. Ja, Mut ist es, was mich mehr und mehr beeindruckt. Man kann es nicht an Brisanzförmigkeiten und Aktualitätsfragen festmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob Milo Rau mit seinem Institute for Political Murder, mit seinen Beschäftigungen mit dem Genozid in Ruanda, den Moskauer Prozessen, demnächst Kongo, so mutig ist oder ob ihn die Kategorie des Muts überhaupt interessiert. Jemand, der von einer historischen Situation in die nächste springt und die Genauigkeit von anderen Menschen organisiert. Trotzdem wollte ich seine Arbeit deswegen erstmal nicht schmälern wollen. Ich frage mich nur, wie man das aushält, sich mit einem Genozid zu beschäftigen und dann mit noch einem und dann mit noch einem. Wie schnell das gehen kann. Cherko Fatah hingegen bleibt. Er bleibt nicht nur nahe an seinen Figuren, Irrläufer, Mitläufer, Hineingeborene. Er bleibt bei seinen Provinzen, seinen Situationen und Widersprüchen. Und er schafft ein Gefühl der Dringlichkeit. Er schält aus den Erzählungen eine Welt heraus, die, so ahnen wir, uns ständig umgibt, auch wenn wir sie nicht wahrhaben wollen. Sein Schreiben geht aufs Elementare, das Framing der Gewaltbeziehungen, der Einbruch archaischer Gewaltmuster in unserer Gegenwart. Er ist dabei ein Realist, der nicht unbedingt den flirrenden Avantgarde-Roman zu schreiben sucht, den ich im Grunde so gerne lesen würde. Cherko Fatah ist so weit von mir entfernt wie sonst etwas. Und ich frage mich, warum mich seine dunkle Weltbeobachtung so fasziniert, warum ich mehr und mehr den Verdacht habe, dass diese Form der Klarsicht verloren geht, dass mir seine Realismen abgehen, Realismen, die sich mit etwas beschäftigen. Denn Realismen, die einfach nur daher erzählen, was Florian Kessler diesen Februar in der Zeit bemängelte, interessieren mich gar nicht.
Es gilt, diesen Begriff genauer zu definieren, das heißt neu zu definieren. Dazu werde ich aber später nochmal genauer kommen. Welche Fragen stellen wir uns gegenwärtig als Schriftsteller und Schriftstellerinnen? Welchen Konflikten begegnen wir? Welche Bilder finden Eingang in unsere Texte? Wie viel Mut brauchen wir für sie? Dürfen wir noch unangenehme Nachrichten an die Öffentlichkeit haben? Also das frage ich deswegen auch, weil mir also sowohl bei Scherkofer da auffällt, als auch bei Rainer Merkel, also Autoren, die sich mit Afrika oder mit dem Irak beschäftigen, wo man sagen würde, das sind auch, also bei Rainer Merkel fiel es mir auf, bei Bo, das ist so richtig ein Buch wie für den Buchhandel geschaffen, süffig zu lesen, fetter Roman, also ist wirklich auch eine tolle Sache und ist völlig abgesoffen in der Kritik war es irgendwie, wurde es als Kinderbuch irgendwie, es war ja völlig schräg, was da passiert ist, aber auch ist einfach auch als Buch abgesoffen. Und jetzt bei Scherko Fatah, Donny ist vergriffen, also eines seiner frühen Bücher, also Bücher, die sich irgendwie mit diesen richtig taffen Themen beschäftigen, scheinen irgendwie ist auch echt sehr, sehr schwer zu haben im Moment. Und wenn man eben fragt, eben, wenn es überhaupt Bücher aus Afrika dann geht, also afrikanische Autoren, ist sowieso Schluss. Die liegen wie Beton in den Regalen und das ist ein Trend, der echt auch zunimmt und sehr merkwürdig ist. Also, gibt es die unangenehmen Nachrichten überhaupt noch oder verschwinden sie in der Unsichtbarkeit? Warum wird zum Beispiel Scherko Fatah nicht stärker wahrgenommen? Muss Literatur nur noch gefallen? Gibt es sowas wie die Dringlichkeit von Literatur noch als Diskurskategorie? Was muss denn so heiß erzählt werden? Soll etwas herausgefunden werden? Oder umgekehrt gefragt, was ist bloß sentimental? Was hält mich davon ab, Esther Skinskys neues Buch am Fluss weiterzulesen? Ist es mir zu wenig gesellschaftlich oder sozial organisiertes Leben, gesellschaftlich oder sozial organisierter Tod? Oder halte ich einfach die Lektüre Nachbarschaft zu Scherko Fatah nicht aus? 19.10. Der ungarische Verleger spricht beim Abendessen bei Andreas und Maike Rötzer von Matthes und Seitz über die Situation in seinem Heimatland. Der zurückhaltende ältere Herr erzählt in leisem Tonfall behutsam von der Situation, dass in Ungarn jetzt die verbrecherischen Philosophenbanden gejagt werden, nicht nur vertrieben, mundtot gemacht, sondern regelrecht bedroht, also körperlich bedroht. Dass man seinem Verlag erst die Steuerfahndung an den Hals geschickt hat, danach 5 Polizisten ins Haus gesetzt und, nachdem die nichts gefunden haben, die Polizeispitze ausgetauscht hat und neue Polizisten ins Haus gesetzt, die selbst sagten, sie würden sich schämen, aber sie hätten Familie. Von dem System des Profitierens erzählt er. Firmen profitierten von der Orbán-Regierung, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Deswegen machten sie bei der Zensur mit und ließen regierungskritische Artikel aus ihren Medienorganen verschwinden. Die Regierung erkaufe sich ihre Macht und lasse den Rest verhungern. 400.000 hungernde Kinder in Ungarn, die Sozialhilfe herabgesetzt auf knapp 100 Euro. Alle Vermögen der Privatstiftungen dicht gemacht, Konten geschlossen, ob es sich um Krebshilfe, Behindertenvereine oder Kulturvereine für Sinti und Roma handelt, weil die Zivilgesellschaft der Feind ist, genauso wie die Künstler, Philosophen und Arme. Der Hochschule der Künste habe man in Budapest einen irren Dekan vorgesetzt, der wirklich ein klinischer Fall sei. Verfassungsänderungen werden zwischen 2 und 4 Uhr morgens durchgezogen. Das Verfassungsgericht schrittweise entmachtet. Zuerst hat man die Anzahl der Richter erhöht und regierungstreue Leute reingesetzt. Dann hat man beschlossen, dass nur die Regierung das Verfassungsgericht beauftragen kann und als letzten logischen Schritt darf diese ohnehin machen, was sie will. Auch das Wahlgesetz in Ungarn hat man dahingehend verändert, dass die Regierung 40 Jahre bleiben kann, wie sie in einem Fort vermeldet. Wir werden die nächsten 40 Jahre regieren. Am Tisch großes Erstaunen. Sicher, man hat einiges gewusst, aber nicht so geballt, nicht so heftig, dass so etwas in Europa passieren kann. Ja, sagte lachend, die EU hat ausgerechnet den Mann, der in Ungarn die Pressefreiheit abgeschafft hat, zum Europäischen Kommissär für Pressefreiheit gemacht. Was Miklas hier in Berlin mache, das Übliche. Er sei derzeit im Wissenschaftskolleg in Berlin und treffe dort seine alten Studenten wieder. In London gehe es ihm ähnlich. 1 Million Ungarn seien ins Exil gegangen. Das ist Brain Drain vom Feinsten. 21.10.
Und ich bin also doch politisch geworden heute Abend, wurde in jenem italienischen Theater am Podium sogar richtig wütend. Da setzte man neben mich zwei publizistische Vertreterinnen der neoliberalen Agenda, eine vom Corriere della Sera, samt Business Consultant, der mich noch am ehesten verstand. Sie schlugen dem entsetzten Publikum eines Landes, das 44% Jugendarbeitslosigkeit hat, also Italien hat 44% Jugendarbeitslosigkeit und von einer nicht gewählten Technokratenregierung jetzt Reformprogramme aufoktroyiert bekommt, vor, doch Initiative zu zeigen und ins Ausland zu gehen. Wiederkommen sollten sie aber schon, um Italien wieder auf die Beine zu helfen. Giuliana Faraino, Journalistin des Corriere della Sera, verballhornte Brecht. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Aber im Sinn von, erst muss die Wirtschaft auf die Beine gestellt werden, dann dürfen die Menschen mitreden. Wenn wir Hunger hätten, würden wir nicht hier sitzen und über Demokratie reden. Die Mystifizierung der Wirtschaft als großes Ganzes, als religiöse Größe, hat etwas derart Zynisches und Unheimliches in dieser gefährlichen Krisensituation. Niemand entscheidet in ihren Augen etwas, es macht nur die Wirtschaft. Wir dürfen nichts erwarten von anderen, aber die Wirtschaft darf alles erwarten. Es müssen Reformen her, das heißt alle gesellschaftlichen Pfründe hergeben, alle Vorteile abgeben. Der Einzige, der noch Vorteile genießen darf, ist die Wirtschaft. Arbeitsplätze um jeden Preis. Deutschland mit Merkel wird als leuchtendes Beispiel gesehen. Aussprüche, die mich an die der afrikanischen Flüchtlinge erinnern, die nach Deutschland gekommen sind, weil Deutschland Sieger der Finanzkrise sei. Und ja, sparen als Allheilmittel, um wieder auf die Beine zu kommen. Dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich so derartig auseinandergeht, wird übersehen. Dabei hat am selben Tag der Chef der Deutschen Bank in der FAZ gesagt, das müsse sich ändern, sonst kauft niemand mehr die Produkte, die Deutschland herstellt. Dann hätten auch wir ein Problem. Es gehe um die Hoffnung, sagt dann die Ökonomieprofessorin Maria Letizia Giorgetti zu meiner Linken. Auch sie persönlich hätte viele Widerstände in ihrem Leben überwunden, hätte viele Risiken auf sich genommen, das sollen die anderen sich als Beispiel nehmen. Ich frage sie deutsch und direkt, ob sie wirklich 44% der italienischen Jugendlichen ins Ausland schicken will und ob das Risiko nehmen als Allheilmittel für alle nicht etwas merkwürdig sei. Man habe doch die massiven Pleiten in Deutschland gesehen. Viele Berliner zum Beispiel hätten sich auf die staatlichen Ich-AG-Maßnahmen gestürzt, ohne wirklich zu verstehen, wie man ein eigenes Unternehmen aufzieht oder die Möglichkeit zu haben. Und ja, ich kann etwas von meinem Staat verlangen, alleine für meine Steuern, und zwar Bildung, Gesundheitssystem und soziale Sicherheit. Das sei doch das Mindeste. Sie fühlte sich auf den Schlips getreten, aber wollte trotzdem nicht systemisch reden. Ich meine, das ist schon ein ziemlich Scheißspruch, wenn man sagt, man, aufgrund meiner Steuern kann ich mir das erwarten, aber auf der Ebene ist man dann schon angekommen, wenn sozusagen, wenn nur noch der Wirtschaft alles gegeben werden muss und man selber sozusagen keine Forderung mehr an Staat oder an Gemeinwesen mehr gerichtet werden darf, sondern das nur noch als Umverteilungsmaschine funktioniert. Nicht darüber, dass die VWL absolut von der BWL abgelöst, darf man reden. Nicht davon, dass man Staaten nicht wie Unternehmen behandeln kann. Nicht davon, was man mit 44% Jugendarbeitslosigkeit macht. Danach, bei dem berühmten Glas Wein, erzählt der Leiter des Österreichischen Kulturinstituts von der neuen Auflage, die mein Roman »Wir schlafen« nicht in Italien erlebt hätte. Es sei hier massivst zum Thema geworden, was 2004 in Deutschland aktuell war. Die Aktualitätslagen verschieben sich eben im europäischen Strickmuster. Der Regisseur sagt, er wird was daraus machen, er werde schon eine Theatersituation finden, in der er das Ganze wirklich inszenieren wird können, und ich frage ihn, ob er Optimist sei. Er lacht und wir wenden uns wieder dem österreichischen Wein und dem Catering zu. 25.10. Anderer Schauplatz Österreich. So viel Ich-Befindlichkeit schrieb eine mit dem KZ-Überleben Beschäftigte an mich nach meinem Auftritt zur Eröffnung des Denkmals für Opfer der NS-Justiz vom Künstler Olaf Nikolai, einfach erstes Deserteursdenkmal genannt, und ihr Vorwurf trifft nicht. Ja, ich versuche mich in Beziehung zu setzen. Ich kann doch nicht abstrakt Deserteure würdigen wie ein Politiker. Man kann es sich moralisch bei solchen Veranstaltungen leicht machen, indem man nachträglich auf der richtigen Seite steht. Aber eigentlich, so habe ich ja gestern bei der Einweihungsveranstaltung entdeckt, ist nachträglich moralisch auf der richtigen Seite zu stehen doch nicht so leicht.
Welche Deserteure dürfen ausdrücklich vom österreichischen Bundespräsidenten gewürdigt werden? Wann und wo darf das stattfinden? Wen darf man dabei nicht vor den Kopf stoßen? Zum Beispiel die vielen Wehrmachtssoldaten, die sich nicht getraut hatten oder denen es schlicht nicht möglich war, wie der Bundespräsident Fischer kronenzeitungskompatibel am Ende seiner Rede formuliert hat. Darf jemand wie Edward Snowden erwähnt werden? Der ist ja politisch offiziell schon wieder nicht zu würdigen. Warum nicht? Warum hat man 70 Jahre gebraucht, um dieses Denkmal zu ermöglichen? Das ist schon irrsinnig und zugleich erschließt es sich einem, wenn man mit den Leuten spricht, die dieses Denkmal initiiert hatten. Die politischen Befindlichkeiten der einzelnen Akteure standen sich immer im Weg. Die Sozialdemokratische Partei mit ihrer inneren Zerrissenheit, mit der ehemaligen nationalsozialistischen Verwicklung ihrer Mitglieder. Insofern waren die Grünen hier mehrheitlich Initiatoren. Am Schluss die Frage, ob zu desertieren alleine eine politische Entscheidung sein kann, wie die Linke es gerne hätte. Wir haben nichts ausdiskutiert, auch abendlich beim Heurigen mit vielen Beteiligten nicht. Ich bin in eine politische Melange mit vielen Beleidigten geraten. 7.11. Vorbereitungsworkshop zum Open Mic in Berlin. 2x7 bis 8 Leute, die sich über ein irres Themenfeld beugen, das da heißt Gesellschaft und Politik, was geht uns Literaten das an? Überlegt hatte ich mir einen Parcours der Stolpersteine im Feld der Überschneidungen zwischen Ästhetik und Politik, denn man kann meiner Meinung nach da nur stolpernd durchkommen. Die Irrtümer ziehen einen nach wie vor magisch an, mögen sie auch literaturhistorisch schon lange abgehakt worden sein. Die Versuchung, agitprop zu machen, den moralischen Zeigefinger auszufallen bei den einen, das neue Biedermeier als Reaktion auf den Wirklichkeitszwang bei den anderen, das Gebot, sich der Realität in Brisanzförmigkeiten zu nähern, die journalistische Kapitelüberschriften trägt und dann die Geschwindigkeit, in der dies zu geschehen hat, die verhindert, dass man zu eigenen Themen kommt, die vielleicht nicht minder politisch wären. In einer tatsächlich rasanten Geschwindigkeit kamen wir in unserem Gespräch voran. Man könnte es performativer Widerspruch nennen. Interessant war die immer implizit angenommene Trennung von der Wirklichkeit da draußen und der eigenen schreibenden Person da drinnen, vermutlich ausgelöst durch die gesellschaftliche Atomisierung, den Individualisierungszwang, fehlende soziale Organisationsformen neben den üblichen Netzwerkstrukturen. Die Anmaßung, die grundsätzlich im Schreiben liegt, die Perspektive anderer Personen einzunehmen, war erstaunlich starkes Thema. Und schon tauchte er plötzlich auf. Der weiße Mann, der über die schwarze Frau schreibt. Das sei nicht political correct. Ist political correctness eine ästhetische Kategorie? Warum geriet ich in jenem Moment ins Stottern? Es ist doch ganz klar, dass diese Form von Moral da nichts zu suchen hat. Und doch, der Sozialvoyeurismus der Berliner Schaubühne, der Ethno-Kitsch von Michael Röß, beides Gründe, warum ich mich ganz bewusst entschieden habe, die Sprache der Entscheider als Material zu nehmen und nicht die der benachteiligten Ohnmächtigen, was allerdings als unerwünschten Nebeneffekt hat, wieder nur die Mächtigen und Reichen zu zeigen und die, die in Unsichtbarkeit versinken, tiefer in die Unsichtbarkeit stößt. Ein echtes Dilemma. Und weiter geht's im Themenfeld zwischen Politik und Literatur. Die moralische Bürde, die durch eine Recherche entsteht, der Sache gerecht zu werden, der Auftrag, der einem auferlegt werden kann, die Wirkungsfrage, die Komplexitätsfalle, das Nähe-Distanz-Problem, sprachliches Verhalten ist eben Herrschaftsverhalten, siehe Judith Butler. Die Lyrikleute beschweren sich über die Hermetik, das gewollte Sprachexperiment, die Pseudokomplexität als Verschwurbelung. Niemand wolle mehr in Gedichten Position beziehen. Kurzer Auftritt des Utopiebegriffs, den man doch brauche, zumindest als negative Utopie. Die Bemerkung, dass anscheinend nur noch Dystopien gelingen und immer wieder der Wirklichkeitszwang, aus dem nur ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit resultieren kann. Wir atmen nach den beiden Stunden durch. Und niemand soll sagen, dass die jungen Autoren und Autorinnen unpolitisch seien. Aber eine These musste kommen, die mich doch in großes Erstaunen setzte. Man könne ja heute über alles sprechen. Ich? Nein, man kann eben nicht. Die neoliberale Wirtschaftsideologie lasse keine anderen Meinungen zu. Da werden Menschen aus Talkshows ausgeladen, die nicht auf einer Linie sind. Ungläubiges Staunen. Aber man kann doch alles sagen. Ich muss nochmal widersprechen. Wir können viele Dinge nicht sagen, wir merken es nicht. Wir nehmen viele Dinge überhaupt nicht wahr. Wir, der Mittelstand, dass wir enteignet werden mehr und mehr, zum Beispiel, dass diese gesellschaftliche Organisation nur den Extremreichen zugutekommt. Das Gros der Gesellschaft wird ärmer, kränker, ungebildeter.
Und das wäre ein Thema für den Essener Workshop, denke ich mir plötzlich. Unsichtbarkeiten, Unsagbarkeiten, die uns auf den ersten Blick nicht auffallen. Wo stecken sie, die Geistergeschichten aus der Gegenwart? So, bis hierhin habe ich jetzt, merken Sie, meine Stimme ist auch schon leicht am Abkippen. Insofern weiche ich gerne ins Dialogische oder wechsle ins Dialogische über. Und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und ja.